Diese zwei wurden gebaut, um zu zeigen, was auf Rennstrecken geht. Erdacht, um Stoppuhren in den Hintern zu treten. Und genau das sollen sie hier beweisen. Ich sollte eigentlich vor Ehrfurcht auf die Knie gehen, aber dann wird meine Büchse schädig. Das ist nämlich mieses Wetter hier in Südfrankreich. Aber wir haben gestern schon mal richtig Gas geben können. Einen schnelleren 911er gibt es zurzeit nicht, jedenfalls nicht mit Straßenzulassung. Denn GT2 RS mit 700 PS hat eigentlich nur einen Gegner, die Corvette Z06. Gegen die beiden sind irgendwelche MBMWs oder Audi A8 Schulbusse. Der Porsche GT2 RS dürfte jedem Vollgas-Fan schon optisch die Tränen in die Augen drücken vor Glück. Die Schwaben haben in den GT2 alles an Rennrasse hineingestopft, was die Sportabteilung hergibt. Leichtbau, Leistung, Präzisionsfahrwerk, Monsterbremse, Aerodynamik, Hauptsache Gift und Gas. Der GT2 und speziell das Auto hier hat natürlich ein paar Besonderheiten, die dürfen wir nicht verheimlichen. Unter anderem hat er das sogenannte Weissach-Paket. Das sehe ich zum Beispiel an Auto, Fronthaube und Dach, wenn diese sichtbare Carbonstruktur da rauskommt. Hat natürlich auch eine Plakette im Innenraum, der Käfig, aber das zum Beispiel gehört ganz klar dazu. Wenn man sowas sieht rumfahren, dann weiß man, der Kerl, der das Auto gekauft, der hat Ahnung. Also bitte so machen. Wenn das Auto am Jungfernstieg oder sonst wo rumfährt, so, dann hat er das nicht verstanden. Dazu kommt, der Wagen hat eine ganz besondere Geschichte, was die Ladeluftkühlung angeht. Hier geht die Luft rein auf die Ladeluftkühler. Wenn dem quasi zu heiß wird, dann würde der Leistung verlieren. Und das wird mit einer Wassereinspritzung kompensiert. Er hat einen kleinen 5-Liter-Tank, da kommt destilliertes Wasser rein. Und wenn die Prozessluft, heißt das ja dahinter, kompliziertes Wort, 50 Grad übersteigt, der Fahrer hat 3000 Touren anliegen und gibt Vollgas, dann würde eine Düse das besprühen und diese Verdunstungskälte, die würde sozusagen diese Verbrennungsluft wieder runterkühlen. Und man hat wieder die gleiche Leistung. Das ist nicht so Fast and Furious mäßig, ich drücke drauf und deswegen hat einen extra Schub. Ist Quatsch, es ist nur einfach, um die Leistung beizubehalten. Dann ist eine ganz wichtige Geschichte, das hier, das ist typisch GT2 RS, die sogenannten Naka-Düsen. Ja, klingt wild. NACA ist der Vorgängerbetrieb von der NASA sozusagen. Hier strömt Luft rein und die belüftet die Bremsen. Das ist, wenn wir hier öffnen, kann man das auch sehen, da sind so kleine Kamine unter. Eine kleine Gummimanschette und hier kommt ein Schacht, der praktisch direkt auf die Bremsen mit dieser rüberstreichenden Luft Kaltluft fächelt. Und das bringt natürlich ein paar Grad an der Scheibe, die wir sparen wollen. Dann, auch sehr speziell, kennt man so ein bisschen aus dem GT3 schon. Diese Lamellen sind keine Show, muss ich das so vorstellen. Das Rad dreht sich und bringt natürlich einen Überdruck ins Radhaus und will den ganzen Kram wieder anheben. Das will man natürlich bei so einem Auto auch nicht. Die Luft wird rausgezogen, dieser Überdruck baut auf. Am Ende bringt das wieder Abtrieb, alles was das Auto daher so schnell macht. Die Wahrheit liegt aber bekanntlich auf dem Asphalt der Rennstrecke. Während der Porsche sich warm fährt, schauen wir aufs Datenblatt. Der doppelt aufgeladene Sechszylinder-Boxer leistet satte 700 PS und bringt damit bis zu 750 Newtonmeter Drehmoment an den Start. Von 0 auf 100 stürmt er in nur 2,8 Sekunden, bis 200 sind es 8,5 und erst nach 340 km pro Stunde ist Schluss. Wie bereits gesagt, der schnellste 911er mit Straßenzulassung überhaupt. So viel Power hat aber ihren Preis. Schon in der Basis kostet der GT2 RS 285.220 Euro. Unser Testwagen mit Weissach-Paket kommt auf stolze 314.970 Euro. Dieser Preis dürfte die meisten PS-Junkies auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Aber dafür gibt es Rennsport-Feeling pur. Ja, bei dem GT2 RS sind gleich mehrere Faktoren im Spiel, die das Auto so schnell machen. Das Verhältnisgesetz ist ja außerordentlich leicht und das merkt man auch. Dann hat er richtig gute Bremsen mit einem Druckpunkt, der auf einen Millimeter ist, die in ihrer Wirkung so konstant bleiben. Man kann sich so drauf verlassen, es gibt ein super Gefühl. Dann Lenkung plus Einlenkverhalten. Er hat ja eine Hinterachslenkung.
ja auch das Auto speziell abgestimmt wird. Gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten lenkt er gleichförmig ein. Es gibt nicht so ein abgerissenes Eindrehen, sondern ein sauberes Wegbiegen. Das fühlt sich auch unheimlich gut an. Die Lenkung selber gehört mit zu den besten, die wir uns so wünschen und die wir kennen. Er ist tatsächlich etwas weniger direkt übersetzt, aber die Kräfte passen. Dieses Rückstellmoment ist super. Es ist einfach spitze, das Auto damit zu führen. Man kann den so sauber fahren, so genau fahren. Das ist schon besonders. Dann der Motor. Der ist nicht nur, dass der Druck hat auf dem Papier. Das ist einfach so linear, wie der geht. Der kann von unten raus hämmern. Vielleicht ein Tick weniger grizzlybärig wie der von der Corvette. Aber der dreht. Er hat seine Leistung bei 7000, der geht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Das ist für einen Turbomotor sensationell und er klingt natürlich auch total echt. Da ist nichts reingespielt, da kommt nichts über die Lautsprecher. Das ist einfach so ganz viel Mechanik drin, ganz rau und ganz echt. Und dieses Kreischen, also das kann man nicht reinzüchten. Das hat er einfach in sich. Na gut, der hat dann natürlich irgendwann auch seine Auspuffklappen offen. Dann kommt nochmal dieses von hinten, das Brummen dazu. Und der hat eine serienmäßig eine Titanabgasanlage. Die bringt da so was Helles rein. Ich habe auch das Gefühl, mache ich mir einbilden, dass die Metallwände der Schalldämpfertöpfe, dass sie mitschwingen. Das ist ein einziges Flirren. Und, ja, das ist einfach großartig. Also, was noch dazu kommt, das muss man mögen. Ich finde es super in der Liga. Der hat da nochmal so, wenn ich über die Curbs räuber, so knistern in die Radhäuser. Ich höre manchmal das Klappern von diesen 6-Punkt-Gurten, von den Schnallen hinten am Überrollbügel. Da sind Geräusche aus der Karosserie. Das ganze Paket an Motorsound und authentischen Rumgick, Kasper hier, sensationell. Also Miraval finde ich super, um diese ganz dicken Brenner einzuordnen. Wir haben AMG GTR hier gehabt, die ZR1, die Vorgänger Corvette. Die hat hier abgeliefert und so ein Auto auch, weil wir hier schnelle Kurven haben. Da kommen dann zum Beispiel auch so Sachen mal zum Tragen, dass Corvette und auch speziell der hier über Abtrieb auch fahren. Also diese Aerodynamik, die das Auto noch schneller macht. Der Porsche zum Beispiel, der hat bei Höchstgeschwindigkeit 340 Kilogramm Abtrieb. Das ist auch natürlich ein Fund, das hat kein anderer zu bieten und das fährt man hier raus. Genauso gibt es ja eine Kurvenkombination, danach geht es bergauf, da können die ihre ganze Leistung mal ausspielen. Und das nimmt die schon gut auseinander, dieses Feld der Supersportwagen. Also dafür ist diese Strecke großartig geeignet, obwohl das ja natürlich nicht unsere Hausstrecke ist. So, und wie ernsthaft Porsche diesem Auto sozusagen Fahrpräzision einimpfen wollte, zeigt auch, dass die Fahrwerkslenker, dass das Fahrwerk nicht an einer Stelle in Gummibuchsen aufgehängt ist. Es ist rund um Uniballs, also Stahlkugeln, die Lenker halten. Das heißt, ich habe nicht so eine Dehnung, die dann so gummig wieder zurückpufft. Ich habe hundertprozentig genau auf der Bremse, beim Einlenken, in schnellen Kurven. Das fühlt sich also auch total dirigierbar an und sauber an. Und es ist ganz, ganz selten, dass Autos sowas haben. Und ganz ähnlich auch, der Motor selbst ist so variabel aufgehängt. Also das sind Motorlager, die können weich, wenn man doch noch auf der Straße rumtuckert. Aber in dem Moment, wo ich hier so auf Attacke fahre, schalten die auf hart. Ich habe keine Schwingungen in dem Antrieb, die jetzt das Auto irgendwie noch mal so bewegen könnten oder auch nur einen Millimeter aus der Spur bringen können. Das ist auch ziemlich aufwendig und ziemlich gut. Und das Getriebe ist auch, so muss das sein. Ich kann eigentlich hier in der automatischen Modus fahren und der trifft die Gänge da, wo ich sie sein will. Der schaltet jetzt in Kurven nicht hoch, er schaltet genau runter, diesen Zwischengasstoß. Also ich bin eigentlich immer im richtigen Gang. Ich kann das Ding links liegen lassen, nur wenn es mal Laune macht und wenn ich Bock drauf habe, gehe ich in diese manuelle Gasse und das ist einfach perfekt abgespielt, besser geht's nicht. Dazu hat er noch eine Funktion, die muss man auch lernen und können. Er kann zum Beispiel, wenn das mal ins Untersteuern geht, ziehe ich beide Lenkradschaltpaddeln gleichzeitig und dann reißt der Grip ab, er geht sofort, habe ich jetzt gemacht, in so einer Art Leerlauf und wenn ich die loslasse, packt die Kupplung wieder zu. Das heißt, ich könnte wie bei so einem Schaltwagen mit getretener Kupplung einmal kurz stabilisieren, dieses Moment rausnehmen. Das funktioniert hier über diese Paddel. Muss man lernen und ein bisschen durchfummeln, aber ziemlich einzigartig. Ja, die Reifen, die ja so ein bisschen mit Vorsicht behandelt werden wollen, wenn das hier auf diese Rundenzeiten geht, die haben zum Beispiel auch
beim Bremsen gezeigt, dass da noch gerne ein bisschen mehr Grip da sein könnte. Denn der hat tatsächlich schlechtere Werte als die Corvette. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt noch eine zweite Reifenwahl für das Auto. Da wird er sicherlich noch besser mit Bremsen, weil die noch weicher sind. Aber da lässt er zum Beispiel ein bisschen wertvolle Zeit stehen. Die Corvette bleibt dem Auto ja auf den Fersen. Aber Pedalgefühl, Wirkung aus den Scheiben heraus, ist das gigantisch. Der hat ja, glaube ich, auch ziemlich die größten Scheiben über 400 mm, die man sich überhaupt kaufen kann. Die hat der ab Werk an Bord. Die Rundenzeit des GT2 RS auf dem 3300 Meter langen Track 1 Minute 27,56 Sekunden. So schnell wie noch nie ein Auto in unseren Tests hier. Was soll da noch kommen? Nur einer, und zwar dieser Brocken. Breit und herausfordernd donnert sie über die Piste, die Corvette Z06. Beinahe genauso potent wie der Überelfer. Die Corvette bringt es auf 659 PS aus ihrem mächtigen Kompressor V8-Kleckern sogar noch ein paar Newtonmeter mehr auf die Piste. 881 genau. Von 0 auf 100 geht sie in 3,9 Sekunden, bis Tempo 200 sind es 11,3. Die 300er-Marke schafft dieser brutale Bolide quasi nebenbei. Preislich startet er bei 119.700 Euro. Unser Testwagen kostet 137.700 Euro. Damit ist die Corvette im Vergleich zum Porsche schon fast ein Schnäppchen. Und große Angst vor dem Konkurrenten muss sie auch nicht haben. Auch die Corvette hat in dieser Z06 Einzigartigkeit noch was draufzusatteln. Der Apparat hat das sogenannte Z07-Paket mit drin. Das bedeutet, dass dieser Spoiler zum Beispiel für mehr Abtrieb sorgt. Zusätzlich ist der verstellbar. Ich habe hier so Langlöcher, kann ihn hochziehen. Wenn man das alles Maximum auszieht, dann verliert das Auto allerdings auch 20 km/h im Gegensatz zu einer Serien-Corvette. Dann auch ganz typisch, auch vorne arbeiten die auch mit zusätzlichem Abtrieb. Das ist hier diese Flosse. Die drückt das Auto ordentlich runter. Ganz typisch Z06 oder typisch Corvette ist, dass der vorne so viel breiter ist, sich so steif abstützt. In Verbindung mit diesen besonderen Rädern, diese TPC-Spec, die für die Z06 gemacht werden, hat er diesen klebrigen Grip. Also der steht sehr breit da, sehr klebrig da. Und man kriegt das Auto nicht ins Untersteuern. Da muss man höchstens auf die Hebebühne stellen. Aber das Auto reißt nicht ab. Es ist richtig Sensation. Was die Corvette wirklich drauf hat, muss sie jetzt beweisen. Trackfrei für den 100 Kilo schwereren Herausforderer. Ja, du fährst los und du denkst irgendwie, dieses riesige, mächtige, breite, massige Auto, das muss sich eigentlich anfühlen für einen Lastwagen. Es ist natürlich nicht so. Es fährt unerwartet genau. Es ist ein unfassbar griffiges Ding. Also der stützt sich gut ab, hat Traktion. Und dann diesen bärigen Motor, wo so zwei Sachen zusammenkommen. Einmal dieses Hubraumpfund an sich, das würde das Auto schon schnell machen. Und dann mit einem Kompressor, und wenn das beides so zusammen losackert, dann schießt er dich nach vorne. Das ist echt gigantisch. Schub, Druck, und dann ist das Auto auch noch geil auf der Bremse. Also der Klang, der wird so infernalisch. Echt, also das ist schon ein großes Fahrkino. Obwohl das Maloche ist in dem Auto, also der ist schwergängig, die Lenkung ist schwergängig, die Schaltung, das musst du genau finden, die Kupplung, die braucht gefühlt 100 Kilo, das ist schon alles echt geacker, und du hast auch nicht so wie ein Porsche diese stramme Führung durch die Sitze, hält sich gegen. Ich bin gestern im Trockenen ein paar Runden gefahren, ich war durchgeschwitzt, wie lange nicht, aber auch noch lange nicht so heiß auf das Auto, weil es ein Spaß ist. Der Sound ist ganz eigen. Also ich höre den Kompressor raus, ich höre dieses gewaltige V8-Grummel raus. Da ist ganz viel Mechanik drunter, und jetzt kommt es. Das ist nicht so wie, Beispiel ist jetzt der Audi gewesen, der ja so künstlich den Sound generiert. Das ist alles authentisch und echt. Das Ding brüllt dich an, das hat auch so eine Frequenz und so einen Schalldruck, der dir auf die Haut
wimmert und so. Es ist nur echt, nur voll. Besser geht's fast nicht. Der Porsche, der hält ja noch gegen mit seinem Fauchen. Aber es ist super authentisch und geil. Der Spoiler ist speziell. Der gehört zu diesem sogenannten Z07-Paket. Das bringt da noch mal ein bisschen mehr Kitzel und Motorsport rein. Er ist verstellbar. Der maximale Anpressdruck, der kostet das Auto zwar 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. Statt 300 schafft er nur noch 280. Aber er bringt auch echten Downforce. Also drückt das Auto runter und ich habe noch mehr Grip. Das ist in einer schnellen Kurve zu merken. Wir haben eine ganz schnelle rechts. Da habe ich noch mal zusätzlich Kilo bei fast 200 auf der Hinterachse. Die braucht er auch und das macht ihn noch mal wilder, als er eh schon ist. Vom Preis her ist das Ding ein nahezu ein Sonderangebot. Ich bin im Grundpreis fast ein Drittel von dem, was der Porsche als Testwagen kostet. Ich habe zwar noch mal dieses ein teures Extra, das ist dieses besagte Z07-Paket. Wenn ich reich wäre, würde ich das Auto mit diesem Paket kaufen. Und pro PS gesehen ist das schon in der Supersportliga ungeschlagen. Obwohl der sich erstmal so visuell so ausbreitet und so massig wirkt dadurch. Er hat ein wahnsinnig gutes Seitenführungsniveau. Er hat diese breitere Spur vorne, da stützt er sich ab, da ist er unverrückbar. Das macht den einmal so kurvenschnell und das macht den auch so zielgenau. Da wo ich hinpeile, auf den Grashalm hier am Kurvenausgang, da fährt er hin. Das ist egal, ob ich dabei auf der Bremse stehe oder schon in Beschleunigung ist. Der hat was ganz Genaues, was eben so diesem ersten wuchtigen Fahrgefühl gar nicht passt. Und nach 2-3 Runden hat man sich eingeschossen auf das Ding und deswegen ist der trotz Leistungsnachteil dem Porsche so dicht dran. Das ist irre. Ein super Auto, total unterschätzt. Ich finde, das Image von der Corvette ist schon lange irgendwie überholt. Einige Leute drücken den immer noch in die Rotlichtecke. Das ist totaler Quatsch. Das ist ein richtig guter Sportwagen für das Geld. Der hat alles, was man braucht. Diese Balance, dieser Wuchtmotor, dieses Fahrverhalten, Bremse ist super. Was will man mehr? Das, was ich immer von Lastwagen sage, das spiegelt sich zum Beispiel in der Schaltung gut wider. Das ist ein bisschen organisch hier in der Führung. Das ist schwergängig. Das ist auch ergonomisch nicht besonders gut erreichbar. Aber trotzdem funktioniert das gut, weil der natürlich mit seinem Punch zum Beispiel in Gängen laufen kann, die gefühlt eigentlich zu hoch sind. Und dazu kommt, man wundert sich, warum dieses Auto Schaltpedal hat. Das nennt sich Rev Match. Das kann ich hier mit dem aktivieren. Dann werden meine Ganganzeige wird gelb. Dann legt er die Drehzahl beim Runterschalten dahin, wo der nächste Gang die dann quasi wieder aufhängt. Also dieses aktive Runterschalten macht er von alleine. Es ist großes Kino, funktioniert auch gut. Die Rundenzeit der Z06, 1 Minute 28,64 Sekunden. Mehr als eine Sekunde langsamer als der Porsche. Dennoch ein knappes Rennen für die Corvette auf dem Kurs von Miriwal. Also beide Autos haben mich wie lange nicht richtig ins Schwitzen gebracht. Das war ein Kampf mit der Corvette, das war ein Fight mit dem hier. Die sind so schnell, man muss konzentriert sein, aufpassen. Am Ende hat er diese Rundenzeiten, die wir hier in Miriwal immer wieder ausfahren, jedes Jahr, die hat er alle pulverisiert. Der wird lange an der Spitze stehen, das ist ein großartiger Apparat, der hat richtig begeistert. Beide Supersportler haben uns an diesem Tag gezeigt, was auf einer Rennstrecke wirklich geht. Sie haben bewiesen, dass sie genau hierfür gebaut wurden. Erdacht, um Stoppuhren in den Hintern zu treten.